aufgeteilt durch K-Fakultät mal Delta K. Seit ich, sagen wir, 12 oder 13 bin, beschäftige ich mich mit Wahrscheinlichkeitstheorie, mache das gerne. Mathematik habe ich halt früher angefangen als die meisten. Damals war ich 9, damals war ich noch ziemlich abhängig von meinen Eltern. Jetzt bin ich, so wie die meisten 19-Jährigen, sehr viel unabhängiger. Nach dem Doktorat versuche ich, Professor zu werden. Ich bin also sehr zufrieden wie meine Kindheit verlaufen ist. Also ich habe da keine Beschwerden. Okay, V mal Napla Omega ist gleich Curl F. Der Maximilian Jani ist in seinem Element. Formeln und Zahlen sind seine grosse Leidenschaft. Er ist erst 19 und schon an seinem Doktortitel dran. Am Institut für Mathematik der Uni Zürich geht er mit dem Postdoc Thomas, der mit ihm in einer Forschungsgruppe ist, einen Lösungsweg durch. Phi von xt ist die Position des Teilchens zum Zeitpunkt t, wenn ich zum Zeitpunkt 0 bei x gestartet bin. Okay. Der Maximilian ist mit Abstand der jüngste Doktorand der Schweiz. Schon in der Primarschule, im Gymi oder im Studium war das so. Auch jetzt sind seine Arbeitskollegen mindestens 10 Jahre älter. Mir fällt das nicht so auf, normalerweise. Nein. Ja. Ist nie ein Problem? Ist kein Problem. Du bist aber überall immer der Jüngste. Ist das jemals ein Problem gewesen, oder hast du das genossen? Desto älter ich wurde, desto weniger fiel das auf. Am Anfang war der Unterschied noch relativ groß, aber jetzt habe ich mich sehr gut eingelebt, also kann ich mich nicht beschweren. Der Maximilian hat einen IQ von 149 plus. So hoch ist er nur bei 2% der Menschen. Sein Vater ist aus Deutschland und emeritierter Mathematikprofessor, Mutter Betriebswirtschaftlerin. Bekannt worden ist er nach einem SRF-Doc-Film vor 8 Jahren. Hier steht 1 plus x² ist ja 1, Cosinus von Pi y ist Cosinus von Pi. Maximilian Janisch ist 11 Jahre alt und löst mit seinem Vater mathematische Aufgaben auf Universitätsniveau. Der Vater hat mit seinem Sohn tagtäglich geübt. Der Maximilian überspringt mehrere Klassen. Schon mit 9 schliesst er die Mathematik-Matura mit Höchstnoten ab. Wegen dieser speziellen Förderung durch den Vater gibt es auch immer wieder Kritik. Der Vater raube seinem Sohn seine Kindheit, heisst es. Was sagst du dieser Kritik? Also es war einfach nicht so. Ich habe das gemacht, was ich da gemacht habe, habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und also ich habe das als Kind sehr genossen. Und ich bin also sehr zufrieden wie meine Kindheit verlaufen ist. Also ich habe da keine Beschwerden. Schon mit 9 ist der Maximilian zwischendurch an die Uni und ist dort speziell gefördert worden von einem Mathematikprofessor. Damals haben ihn seine Eltern begleitet, heute ist er allein unterwegs. Er hätte nur einen guten Kontakt zu Vater und Mutter, sich mittlerweile aber auch abgenabbelt. Ja, ich denke, so wie jedes Kind, also damals war ich 9, damals war ich noch ziemlich abhängig von meinen Eltern, jetzt bin ich, so wie die meisten 19-Jährigen, sehr viel unabhängiger. Ja, definitiv, aber ich denke, ungefähr so wie jeder andere das ungefähr auch gemacht hat. Schon als Bub hat Maximilian Interview gegeben und Vortrag gehalten zu seiner Höchstbegabung. Das macht er auch heute noch. Ich stehe genau hier. Ja. Maximilian ist eingeladen beim Verein für Bildungsgerechtigkeit. Der will eine Initiative starten, dass die Förderung von Hochbegabten in die Verfassung kommt. Der Maximilian ist ein gefragter Mann für Vorträge. Ich bin tatsächlich ein relativ bekannter Vertreter in der Schweiz für das Thema Hochbegabung. Wie geht man mit Hochbegabten um? Und am Ende hoffe ich einfach, dass es ein erfolgreicher Vortrag wird, dass die Zuhörerschaft das lernt. Das ist das Ziel. Der Maximilian ist überzeugt, dass er es ohne Unterstützung als Höchstbegabter in der damaligen Schulstruktur nicht so weit geschafft hätte. Ich hatte ein großes Glück. Ich hatte zum Beispiel Eltern, die wirklich für mich gekämpft haben, dass ich quasi gute Förderung erhalte. Und es gibt andere Interessen, die andere Leute haben, wo viel Potenzial eigentlich da ist, das man fördern könnte, wenn man spezifisch fördert. Obwohl der Maximilian in der Primarschule 3 Klassen übersprungen hat und Klassengespendli immer älter gewesen sind, auf dem Sozialen her hat er sich meistens wohl gefühlt. Du hast auch richtige Freunde gehabt in der Primarschule, kann man das sagen? In der Primarschule, es wurde immer besser, also im Gymnasium hatte ich echte Freunde. Primarschule war etwas schwieriger, aber ich habe mich immer besser zurechtgefunden, desto mehr Klassen ich eigentlich übersprungen habe, so würde ich sagen. Was ein bisschen komisch klingt, aber es war meine persönliche Erfahrung. Zurück an die Universität Zürich. Auch wenn Mathematik einen grossen Teil bestimmt von Maximilian, sein Leben besteht nicht nur aus Formeln und Büchern. Absolut nicht. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Ich mache sehr gerne Forschung in dem Bereich, der mir gefällt. Aber ich habe auch andere Hobbys. Ich mache gerne, zum Beispiel, ich fahre sehr, sehr gerne Ski. Im Sommer gehe ich fast täglich schwimmen. Meine Freizeitaktivitäten sind sehr, sehr ähnlich wie die eines anderen 19-Jährigen. Es ist halt einfach so, dass ich besonders gerne Mathematik mache und das mache ich dann auch professionell. Der Maximilian ist zu 75% an der Uni angestellt. Neben der Forschung und seiner Doktorarbeit doziert der 19-Jährige auch von Studenten. Für die Lösung der Aufgabe einer Übungsstunde für das 4. Semester braucht er nicht lang. Ganz im Gegensatz zu den Studierenden, die sich vor dem Büro von Maximilian schon mal vorbereitet. Arbeitsblätter sind irgendwie nicht so, was wir in der Vorlesung machen. Das ist gut möglich.
Ja, das, ja. Ja, das aber ist, okay. Das freut, pff, danke, danke. Ja, aber vom Schwierigkeitsgrad sind es gut. Das freut mich, das ja, ist schön. Ja. Neben einem älteren Gymnasiallehrer, der nomadisch studiert, sind auch alle anderen Studierenden, 20 und älter, die bei der Vorlesung von Maximilian dabei sind. Ich fange heute an mit dem Übungsblatt 2. Die aktuellen Aufgaben zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung hätte Maximilian schon mit 13 können. Die Studierenden können das manchmal kaum glauben. Ich muss Lambda mal Lambda hoch K geteilt durch K-Fakultät mal Delta K. Mit 13, 14 habe ich mir über das noch keine Gedanken gemacht. Wie dir? Ich bin schon beeindruckt, dass er das mit 13 schon geschafft hat. Das ist schon cool. Aber also, ich finde es ist jetzt auch okay, dass wir das erst mit 20 können. Während die Studierenden auf den Master hinarbeiten, möchte Maximilian seinen Doktortitel Ende 2024 im Sack haben. Was er anschliessend macht, hat er auch schon im Kopf. Ich versuche Professor zu werden. Ich könnte mir überlegen, sowohl in der Privatwirtschaft meine angewandten Ideen umzusetzen, als auch in der Theorie abstrakte Forschung zu betreiben. Das wird so ein Mix von. Vom Mathe-Wunderkind zum Mathe-Dozent und wohl bald Doktor und Professor. Der Maximilian kann seine Höchstbegabung voll ausleben und macht das, was er seit eh und je am liebsten macht: Mathematik.